Hier bin ich. Aus gutem Grund. Hallo und herzlich willkommen zum Advents-Special im Podcast mit Herz und Haltung. Das katholische Bistum Dresden-Meißen feiert in diesem Kirchenjahr, also seit dem ersten Advent, sein 100-jähriges Bestehen. Und das mit 100 guten Gründen fürs Leben. Und jeden Tag beantwortet hier im Podcast ein anderer spannender Mensch den Fragebogen von Schwester Elisabeth. Und auf diese Art und Weise hört ihr seine guten Gründe fürs Leben. Tja, und heute macht das Ministerpräsident Michael Kretschmer. Ihn hat Schwester Elisabeth vor ein paar Wochen telefonisch erreicht. Damals war er gerade in Quarantäne und im Homeoffice. Viel Spaß. Aus welchem Grund bist du hier? Weil die Menschen mich gewählt haben und der Meinung waren, dass sie mir in die Hände legen können, dass die Zukunft dieses Landes und Entscheidungen, die am Ende auch eine Wirkung auf sie ganz persönlich haben. Und mit dieser Verantwortung jeden Tag umzugehen, ist wirklich Herausforderung, ist auch manchmal wirklich schwer. Aber mir ist auch jeden Tag klar, worum es geht, wie wichtig das ist und welche Erwartungen von wirklich Frauen und Männern in diesem Land in mich und in meine Kollegen im Kabinett gesetzt sind. Was treibt dich an? Etwas zu bewegen, was gut für das Land ist, um am Ende nach 5 oder 10 Jahren zurückzuschauen und sagen, ja, wir stehen in einer Linie von Menschen, die kluge Entscheidungen getroffen haben, nicht von heute auf morgen, sondern wirklich einen längerfristigen Blick gehabt haben und Entscheidungen getroffen haben, die auch dann noch Bestand haben und gut waren für die Zukunft, für die Kinder, für die Enkel, die wir mal haben werden. Wenn es schwierig wird, was trägt dich? Ach, ich weiß, dass es viele Abzweigungen auch in meinem Leben gegeben hat und auch bei anderen, wo die Entscheidung nicht bei einem selbst liegt, sondern ich glaube schon, dass der liebe Gott oft mit eingegriffen hat und die Dinge gesortiert hat. Das sorgt bei mir nicht für Nachlässigkeit, aber das beruhigt mich und ich habe darüber noch meine Familie. Ich weiß, dass diese Arbeit sehr, sehr wichtig ist, aber das ist auch eine andere Dimension gibt, auf die man sich im Zweifel auch mal zurückziehen muss und sagen muss, man kann nicht alles bis ins Letzte kontrollieren. Worauf hoffst du? Ich hoffe schon, dass wir in eine Zeit auch in der Zukunft erleben werden, in denen Werte eine große Rolle spielen, in denen unsere christlichen Werte eine Rolle spielen. Ich wünsche mir sehr, dass mehr Menschen auch diesem religiösen Glauben nachgehen. Und ich erlebe, dass egal welche Konfession oder auch welche Religion, wenn die Menschen da einen Halt finden, dass sie dann auch anders beruhigt sind und sich anders für ihr Gemeinwesen engagieren. Natürlich ist das, was mir am nächsten ist, die evangelische und die katholische Kirche. Aber meine Erlebnisse auch mit den jüdischen Gemeinden und auch mit den Muslimen sind so, dass dort die Leute sind, die auch für andere Verantwortung übernehmen. Und dass es da auch schwierige Persönlichkeiten gibt, stimmt. Aber in der Masse und in der Vielzahl sorgt, glaube ich, religiöser Halt für Sicherheit, für Ruhe und für auch eine gewisse Ausgeglichenheit. Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer und seine guten Gründe fürs Leben. Vielen Dank dafür. Und das war's für heute bei Hier bin ich aus gutem Grund, eurem Adventsspecial im Podcast mit Herz und Haltung. Ein Projekt der Kontaktstelle Katholische Kirche in Leipzig zusammen mit der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Mein Name ist Daniel Heinze. Danke, dass ihr zugehört habt. Nicht vergessen, abonniert uns, um keine Folge zu verpassen, denn morgen sind wir schon wieder da. Bis dahin. Tschüss.